Im Jahr 2002 bin ich durch ein Tal gegangen. Ich fühlte mich so kraftlos und so ausgebrannt und so leer. Und es fiel mir auch unglaublich schwer, Andachten zu halten oder Predigten zu schreiben. Ein Freund riet mir, für eine Woche in ein Kloster zu gehen. Ich bin seinem Rat gefolgt. Im Kloster gab es drei Dinge, die mich wieder näher zu Gott gebracht haben. Der Pastor, der das Kloster leitete, fragte mich, ob ich ihm von mir erzählen möchte, ob ich das beschreiben möchte, was mich so kraftlos und so leer und so schlapp macht. Und ich habe überlegt, ob ich mich vor ihm öffnen möchte und habe mich dann dafür entschieden. Und ich muss sagen, dass Last von meinen Schultern gefallen ist. Und je mehr Ballast aus meinem Herzen fiel, desto mehr Hoffnung und Freude und Zuversicht konnte wieder einziehen. Eines Tages sagte der Pastor: Heute, Bernd, habe ich eine Aufgabe für dich. Setz dich bitte in die Kapelle, zünde die Kerzen an und dann lies immer wieder Psalm 23. Oh, habe ich gesagt, Psalm 23, den kenne ich auswendig, den habe ich schon im Konfi-Unterricht gelernt. Kann ich nicht einen anderen Bibeltext lesen? Und er hat gesagt: Nein, deine Aufgabe ist Psalm 23. Du liest ihn immer und immer und immer und immer wieder. Und ich muss sagen, dass ich eine unglaubliche Erfahrung gemacht habe, dass diese Worte des Psalms plötzlich lebendig wurden und dass Gott durch diese Worte zu mir sprach. Der Pastor sagte: Du darfst einen Bibeltext nicht haken, sondern du musst in ihm graben. Und das habe ich dort gelernt und das hat mir Kraft gebracht. Es hat mich in Gottes Nähe getragen. Das dritte war, dass der Pastor am letzten Tag für mich gebetet und mich gesegnet hat. Er hat ein Kreuz aus Öl auf meine Stirn gemalt und ich muss sagen, dass ich dieses Kreuz noch wochenlang auf meiner Stirn gespürt habe. Es ist eine Kraft in mich wieder hineingekommen von Gott durch diese Segnung. In der letzten Woche rief mich ein lieber Mensch aus der Gemeinde an und fragte, ob ich für ihn beten und ihn segnen könnte. Ich habe gefragt, sollen wir uns treffen, und er hat gesagt: Nein, nein, das ist nicht so gut zur Zeit. Mach es einfach am Telefon. Und so habe ich am Telefon für ihn gebetet und ihn gesegnet. Und es hat ihm gut getan. Vielleicht gehen manche von euch durch ein Tal im Moment und vielleicht ist es eine Chance, auch Gott wieder neu zu begegnen. Mir haben diese drei Dinge geholfen: mich zu öffnen vor einem Menschen, in dem Bibeltext zu graben und mich segnen zu lassen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit für euch. Thank you.